Powered by Visionaire Studio 4. Dead Lake. Und damit sei gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderdom, zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Deponia Doomsday, nämlich. Wir spielen Deponia Doomsday im Let's Play. Ja, so sieht's aus. So. Na dann. Legen wir los, spielen wir Deponia Doomsday. Nach Deponia, Chaos auf Deponia. Goodbye Deponia, jetzt der vierte Teil der Serie. Der vierte und letzte Teil. Nach momentanem Stand. Wir hoffen alle, dass es irgendwann einen fünften Teil gibt. Aber ja, jetzt erstmal vorerst der fünfte Teil. Der vierte Teil. Jetzt erstmal der vierte Teil und letzte Teil der Saga. Legen wir los, spielen wir Deponia Doomsday. Weiterspielen können wir gar nicht klicken. Haben wir noch nicht gespielt. Das erste Mal, Premiere. Let's go. Klicken wir neue Stadt und starten in das Spiel. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es höchstens herausgefordert, wie man eine Welle beim Surfen herausfordert. Oder ein Hai, wenn man vor ihm wegschwimmt. Guter Versuch. Wir bauten Speere gegen die Tiere. Mauern gegen die Speere. Leitern gegen Mauern. Türme gegen Leitern. Dann Boote, Wälle, Schlote, Rasierschaumtorkenkatapulte. Und als der ganze Schutt schließlich selbst die höchsten Türme zu überragen drohte, bauten wir ein Raumschiff. Angetrieben von nichts Geringerem als der Sprengung unseres Heimatplaneten. Die Vorbereitungen dauerten Jahrzehnte. Aus der Arche wurde ein Zuhause. Mein Zuhause. Elysium. Niemand von uns ahnte, dass Abertausende Ahnungsloser im Schrott überlebt hatten. Das Symbol der Hoffnung wurde zum Damoklesschwert für Deponia. Zum Glück kam es anders. Einer jener Ahnungslosen durchkreuzte den Plan. Er rettete Deponia und alle, die darauf zurückgelassen wurden. Und er rettete mich. Indem er sich fallen ließ. Ende. Ach. Der Schluss gefällt euch nicht? Ihr hofft noch auf ein Happy End? Ja. Aber, ihr wisst doch. Enden und Haie. Man sollte sie nicht herausfordern. Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage, würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet? Das stimmt allerdings. Das stimmt. Wollen wir vielleicht einfach nur, dass es nie aufhört? Dieser Ort war die Hölle, aber welcher war es nicht in diesen Tagen? Ich hatte den alten Jeremiah zurücklassen müssen. Selbst schuld. So schnell er beim Reifenwechseln war, so lange hatte er gebraucht, mir einen Sluschen zu besorgen. Wenigstens hatten wir so die gefräßigen Fuel-Locks abhängen können. Ich musste mich beeilen. Möchtest du das Tutorial spielen? Was für eine Frage. Möchte ich das Tutorial bei Deponia spielen? Wer da auf das Kreuz klingt und Nein sagt, der muss ja. Das ist, ja, also. Das Deponia Doomsday Tutorial. Ob ich das spielen will? Die Frage stellst du mir noch. Da gibt es ja mal eine Antwort drauf.
So, willkommen im Tutorial. Das Tutorial wird dir Schritt für Schritt die Steuerung des Spiels beibringen. Benutze die Schaltfläche am rechten Bildschirmrand und die Tutorial-Nachrichten erneut, um die Tutorial-Nachrichten erneut anzuzeigen. Benutze als erstes die Hotspot-Taste, um interessante Objekte zu finden. Mit ihr werden alle interaktiven Objekte einer Szene hervorgehoben. Halte hier zudem die Mausrad-Taste oder die Leertaste gedrückt. Exakt so. Dein Cruiser besteht aus zwei Zahnrädern, einem großen und einem kleinen Zahnrad. Das große Zahnrad steht für die Linksklick-Aktion Interagieren, das kleine für die Rechtsklick-Aktion Ansehen. Du sollst nun von dieser Plattform herunterklettern. Bewege deinen Cursor auf die Leiter und benutze einen Linksklick, um mit ihr zu interagieren. Manche Objekte kannst du an dir ansehen. Benutze dazu einen Rechtsklick. Schau dir nun die Edward Snowman an. Die Edward Snowman. Aha. Es ist hier schon ein ziemlich anderes Tutorial. Anders als man es aus den vorigen Teilen kennt. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Das ist. Ich sehe hier nirgendwo eine Schrottpresse. Ich sehe hier nirgendwo einen kleinen Klosessel, auf dem irgendein NPC sitzt und mit uns reden will. Nein, dieses Tutorial sieht schon ziemlich anders aus. Die Edward Snowman. Die Edward Snowman war keine Schönheit, aber sie war alles, was ich noch hatte. Übrigens, ist eines der Zahnräder am Cursor leer, hat das Objekt unter dem Cursor keine entsprechende Aktion. Haben wir verstanden. Klicke auf eine freie Stelle am Boden, um dich zu bewegen. Du kannst die Szene verlassen, indem du den Ausgang benutzt. Diesen findest du am rechten Bildschirmrand. Um eine Szene sofort zu verlassen, benutze einen Doppelklick. Verlasse nun die Szene. Wir verlassen also die Szene. Wir gehen. Siehst du die Spy-Dose? Diesen Gegenstand kannst du einsammeln. Interagiere mit der Spy-Dose und hebe sie auf. Ah, hier ist die Spy-Dose. Fuelock Gelb. Nicht gerade meine Lieblingsfarbe. Heben wir sie auf. Hier haben wir noch eine Barriere, Stacheldraht und Panzersperren. Jeder Gegenstand, den du aufsammelst, wird im Inventar abgelegt. Auf das Inventar kannst du durch I oder Drehen des Mausrades zugreifen. So zum Beispiel. Du kannst Gegenstände in deinem Inventar kombinieren, indem du sie miteinander benutzt. Öffne das Inventar, wähle die Spraydose aus und benutze sie mit dem Feuerzeug. Oh ja, Feuerzeugkugeln. Fetzig. Fetzig. Sehr gut, gehe nun zurück zum Fahrzeug. Aber die Graffiti wollte ich mir noch angucken. So ein Punk hatte keine Hoffnung an die Tür zum Sprengturm gesprayt. Erzähl was Neues. Okay, zurück zu Edward Snowman. Ein schöner Name für so einen Truck. Ein sehr schöner Name. Du kannst einen Gegenstand in die Hand nehmen und ihn dann mit anderen Objekten benutzen. Klettere die Leiter hinauf, nimm dann den improvisierten Flammenwerfer durch einen Klick im Inventar auf und schließe das Inventar, indem du aus dem Inventar bewegst. Schmelze dann das Eis am Werkzeugkasten, indem du ihn mit dem Flammenwerfer anklickst. Aha. Die Edward Snowman war keine Schönheit, aber sie war alles, was ich noch hatte. Das kommt mir seltsam bekannt vor.
Hinauf da. Und jetzt sollen wir hier improvisierten Flammenwerfer verwenden. Der fetzige improvisierte Flammenwerfer. Vereiste Werkzeugkasten. Let's go. Glückwunsch. Spiele jetzt erstmal alleine weiter. Wenn weitere Spielelemente eingeführt werden, bekommst du eine Benachrichtigung. Sehr schön. Schneidebrenner. Und gehen wir runter. Gut, zum Sprengturm. Auch mal die Schnellreise hier verwendet. Oh, hier wurde gespeichert. Es wurde zwischengespeichert. Schneidebrenner. Vielleicht. Das war schon kaputt, wie so vieles heutzutage. Dann vielleicht. Die Tage des blinden Vandalismus waren vorüber. Mein neuer Plan war um einiges destruktiver. Aha. Der Riegel sah nicht so aus, als würde er sich zersägen lassen. Aber ich war so weit gekommen, ich würde es nun auch zu Ende bringen. Ganz zu Ende. Na dann, schneiden wir mal. Schneidbrenner zünden. Cool. Ich muss also mit der Maustaste zünden. Oh Schreck. Entflutung. Schweißen. Na komm. Na komm, werd fertig. Oh nein. Wir werden von hinten angegriffen. Zu durchtrennen hatte sich als leichter herausgestellt als gedacht. Fast wünschte ich mir, es hätte länger gedauert. Aber nun war der Weg frei. Frei war der Weg. Na dann. In der Szene ist ein Kraftbalken eingeblendet. Hier musst du so schnell wie möglich klicken. Viel Erfolg. Tür aufstemmen, Kraftbalken. Renn. Nun weißt du alles, was du für zwei Drahte wissen musst. Das Tutorial ist hiermit beendet. Viel Spaß. Oh wei. Kralle. Die Kralle entfernen. Vielleicht können wir. Wir können. Oh, drück, Tür zu machen. Tür zu. Stange und rein damit. Was machst du denn? Rein mit der Stange. Und rein hier. Zack. Sehr gut. Die Aussicht verschlug mir den eisigen Atem. Von hier oben aus konnte man alles sehen. Die Zerstörung, die Hoffnungslosigkeit und den Knopf, der simultan alle Bombenklammern in unzähligen Sprengtürmen rund um Deponia lösen würde. Ach je. Die Tür würde sie vorerst aufhalten. Okay, eine Bombe. Als ich die Bombe sah, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Wahrscheinlich nur Schnee in der Kapuze. Ein roter Knopf. Elysium. Da lag es nun, kaputt im Schnee, ausgebrannt, am Boden zerschellt. Elysium, Symbol der Hoffnung. Was für ein Kitsch. Das Symbol der Hoffnung ist abgestürzt. Oh nein. Gut, drücken wir den roten Knopf oder was? Und vergucken wir ihn mit den Flammen, mit dem improvisierten Flammenwerfer. Bald würde alles brennen. Tja. Na dann. Tja, das war's dann wohl. Das Ende meiner. Das. Frosch im Hals. Das Ende meiner Reise. Schön. Frosch im Hals. Auf die Bombe klettern? Sollen wir das wirklich machen? Ich
Lebkuchen gemacht. Ah, shit. Klammern lostreten. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Flug treten. Immer mal wieder in den Flug treten. Was sollen wir machen? Was hilft uns das jetzt hier? Phylox und Phylox Folter im Kampf freigeschaltet. Was hilft uns das hier? Wir kriegen die Klammer nicht losgetreten. Das Inventar können wir nicht öffnen. Was tun wir hier? Wir hängen in der Szene fest. Die Klammer kriegen wir nicht getreten. Scheint nicht viel zu bringen, die Klammer zu treten. Viel noch zu treten, das bringt auch nicht so viel. Oha. Doch, es hat was gemacht.